Moin, moin allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit RimWorld. Und ich habe es wieder getan. Ich habe Sachen im Lager verderben lassen. Nein, eigentlich meine ich das nicht. Allerdings wäre es gar nicht mal so schlecht hier irgendwie. Da drin ist viel zu, viel, 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 viel zu gedöns. Scheiße. Oh, die Hitzewelle schmeckt mir so gar nicht, aber. Oi, 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 oi. Nee, ich habe eine neue Mod installiert, aber erstmal müssen wir hier sehen, dass wir irgendwas für diese scheiß Hitzewelle bekommen. Oder können wir hier, haben wir da irgendwo noch was falsch oder so? Nee. Fuck. Bum, 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 bum. Das ist schon. Das ist halt. Ja, Temperatur. Gott, habe ich eine lange Leitung heute. Das ist ja noch schlimmer als sonst. Naja, wird schon schief gehen. Da müssen wir unbedingt noch eins bauen. Die fertigen Lebensmittel sind noch mit am wichtigsten, auch wenn das hier genauso kacke derzeit ist. Ach, verdammte Scheiße. Verbieten. Ihr dürft hier derzeit nicht rein. Bam. Damit hier möglichst keine Temperatur entweichen kann. Damit das irgendwie so halbwegs. What? Raven hat erfolgreich Simi angeworben. Ist das denn die Möglichkeit? Fängt ja doch gut an, die Folge. Und trotzdem wollte ich eigentlich was anderes sagen. Schlimmerweise. Ich habe eine neue Mod installiert. So, jetzt ist es raus. Mal kurz gucken. Können wir die auch gleich mal einstellen? Nebenbei. Wo ist Schwierigkeitseinstellung? Erzähler-KI. Ne? Noch immer schwer. Ich cheate hier nicht. Mod-Einstellungen für. Auch hier gibt es offenbar keine Einstellungen für diese Mod. Okay, dann ist ja alles tutti paletti. Aber bestimmt gibt es Forschungen. Endlich, ja, Mending. Die Dönerfrikadelle hat mir mal empfohlen, diese schöne Mod hier zu bauen. Und ich habe so ein bisschen die Kommentare durchgewühlt, um die irgendwie noch zu finden. Die Mending-Mod. Mit der kann ich dann endlich auch Rüstungen reparieren, wenn die nicht mehr in ganz so gutem Zustand sind. Auf Kosten von Rohstoffen natürlich. Aber ist schon mal eine richtig geile Sache. Aber. Wo habe ich June denn? Ja, June, du darfst einmal. Wobei, Semi können wir theoretisch auch mal kurz gucken, ne? Erste Anzeichen von Hitzschlag, das ist nicht so gesund, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn er sich neue Kleidung anzieht, ist das alles bestens. Erstmal muss Semi hier die Standards bekommen. Da müssen wir mal gucken. Semi hat Talent in. Boah, ich bin heute wirklich verplant. Konstruktion unter anderem. Ach, das ist auch ein zu kluger. Ein Persi. Oh, das. Das wird ja ziemlich munter. Ja, also. Das wird schon irgendwie werden. Kunst kann er ein bisschen. Landwirtschaft ist er mega interessiert. Fernkampf wird er noch lernen, zwangsläufig. Dem werde ich nämlich eine Fernkampfwaffe in die Hand drücken. So klug wie der ist, wird er schon irgendwie lernen, die richtig einzusetzen. Da gehe ich doch mal fest von aus. Deswegen einmal hier so. Nö, warte mal, überlegen. Nö, gut, erstmal überlegen. Das kriegt irgendjemand anderes. Wir hatten doch. Mal kurz gucken. Ja. War bestimmt deine Waffe. Genau, die anderen haben alle noch ihre Waffe. Nur Dönerella, stimmt ja, die war ja ein bisschen angeschlagen. Das wäre ja fast wieder der dritte Döner gewesen, der Kabeister geht. Ach, in der Folge, ich glaube, Döner Frikadelle saß da auch am Bildschirm und hat sich nur gedacht, wie. Ich sah schon die Höllenflammen auflodern und mich reinfallen. Aber ist ja alles gut gegangen. Aber geil. Erst Bulldogs, dann Semi. Läuft ganz gut. Das Problem ist jetzt, dass wir Sammy und ein Semi haben.
Naja, wird schon irgendwie werden. Macht ja alles kein Problem, ja. Oha, unsere Gäste auch mit Waffen. Genau, ich wollte ja eigentlich, das war ja mein größeres Bedürfnis, wollte ich doch nochmal handeln. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Bauteilchen rausgeleiert. Gell? Bauteile. Ich brauche Bauteile. Warum geben die mir keine Bauteile? Schande auf euch. Schande. Ach so. Ach, das sind sogar Händler und keine Gäste. Ja. Stimmt ja, es waren die Piratenhändler. An denen habe ich die Drogen vertickt. Ich erinnere mich dunkel. Das Luziferum, das ich so überhaupt nicht mehr haben möchte. Okay, die ersten verlassen wegen der Temperatur das Gebiet. Das ist auch irgendwie rechtens, kann ich gut nachvollziehen. Ist ja auch eine bitterböse Hitzequelle. Die ist nicht feierlich, sagen wir es mal so. Wenn ich hier so irgendwie versuche, mein Fleisch haltbar zu halten, sind unsere Lebensmittel leider derzeit ein bisschen in Gefahr. Ey, das kann doch wohl mal jemand zu Ende. Anki, komm mal her, du. Anki, du hast Wichtigeres zu tun. Du baust schnell mal. Wird bereits von Semi. Och. Ja, komm, Semi, mach dich mal nützlich. Ist auch in Ordnung. Hauptsache, es wird gebaut. Wer das dann macht, ist mir eigentlich sowas von scheißegal. Vorratskapsel. Mal sehen, gibt es da noch sinnvolle Dinge? Üppige, ui. Üppige Mahlzeiten sind natürlich was ganz, ganz Schmackofatziges. Das nehmen wir mit. Denn das ist der Hit. Und alle singen mit. Yay. So, jetzt bräuchten wir nur noch mehr Bauteile. Wie weit ist denn diese Rüstung schon? Oh nee, die breche ich nicht mehr ab. Vergiss es. So, habe ich hier überall überhaupt schon Reis? Ich glaube... Hey. Wir brauchen überall Reispflanzen. Hydrokulturbecken. Reis. Kartoffeln, aber es soll Reis... Ah, es soll angebaut werden. Perfekt. Gut, dann wird vielleicht eine Kartoffelernte noch oder die muss erst entfernt werden. Ach, wurde jetzt was eingelagert? Na, sowas aber auch. Ernst, der Folterer ergibt sich dem Rausch hin, aber mit Rauchblatt. Das Luziferum habe ich ja glücklicherweise rechtzeitig entfernen können. Kümmert sich jemand drum? Semi? Ja, okay. Wird gebaut. Das gut, offenbar wurde nur von einem Händler die Bauteile nur noch nicht eingelagert. Jetzt sieht die Welt schon wieder ein kleines bisschen angenehmer aus. Ja, dann können wir ja vielleicht bald auch schon die erste Werkbank bauen. Zero, wieso forschst du gerade nicht? Vermutlich wegen der Uhrzeit. Das ist ja doch eher beste Schlafenszeit im Großen und Ganzen. So, da haben wir noch ein Bett frei. Da haben wir drei frei. Da noch zwei. Ja, freie Betten haben wir mehr als genug. Genau, dann können wir das hier noch vergrößern. Und genau, jetzt wo das weg ist, können wir einmal Sandstein nochmal hinlegen. Dann brauchen wir Boden auf jeden Fall. Wir müssen Boden gut machen, ne? Deswegen gehen wir einmal auf die Böden. Wie gesagt, heute bin ich irgendwie aus keine Ahnung was für Gründen. Ich derzeit so langsam bin, habe ich selbst irgendwie keine Ahnung, aber... Ich bin es irgendwie. Ärgert mich selbst, dass ich noch langsamer bin als sonst. So, dann können wir... nee, doch nicht dort. Kinn... Na, egal. Da stört es ja niemanden. Wobei, mach ich doch mal richtig. So, dann Kopie bauen. So, und dann suchen wir uns einfach die besten Betten aus. Haben wir eine kleine Auswahl. Ah, deswegen heißt es Auswahl, weil man die Wahl hat, was zu außen.
Und die Hitzewelle ist vorbei. Jetzt, wo wir die scheiß Kühlung gebaut haben. Ja, das haben wir gerne. Dann kann ich auch hier sagen, Mensch, F wie verbieten. Ihr dürft wieder ran. Ich glaube, in dieser Folge alte ich so ein bisschen vor mich hin. Ah, hier können wir theopraktisch auch noch überall... Ja, hier muss ich sowieso noch sterile Fliesen bauen. Hier könnte es auch gemacht werden, weil wenn Fleisch reingetragen wird, dann wird es meistens blutig. Und wenn es blutig wird, sollte man das Ganze lieber sauber halten. Da sind sterile Fliesen eigentlich so die Wahl schlechthin. Haben wir denn hier noch irgendwie was zum Jagen? Ich hätte irgendwie Bock auf eine Jagd oder auf ein Rudel, das mich mal wieder angreift. Mensch, wo bleiben denn die Rudel? Na gut. Wir haben hier doch, glaube ich, Geschütze rumliegen, oder? Da haben wir Geschütze rumliegen. Jo. Die kann ich ja vorerst hier installieren. Wo sie niemanden schaden sollten. Also, was heißt niemanden schaden? Irgendjemanden sollen die schaden. Das ist ja der Sinn dahinter, dass man Geschütze aufstellt, damit jemand geschadet wird. Aber nicht uns. Sondern irgendwelchen bösen Puben, die uns da irgendwie ans Leder wollen. Exzellent. Yay. Dann können wir das miese Teil hier abbauen. Deinstallieren. Und das Exzellente, das bauen wir natürlich hier irgendwie hin. Oh. Gut, da können wir noch nichts bauen. Da muss erstmal abgerissen werden. Schade. Jetzt können wir es bauen. Ja. Was haben wir denn noch? Normal, gut, exzellent. Zweimal gut, okay. Damit kann man leben. Tun wir auch. Inspirierter an... Oh. Na, schau einen an. Raven, ich glaube, ich mache dich zum Allein... Wobei, Raven wird da sowieso zum Anwerben hingehen. Ist ja geil, dann kriegen wir auch noch Wolle dazu. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich so gerade minimal glücklich. Ei, Frau Bübschto. Raven wird sowieso anwerben. Perfekt. Dann hat Raven... Das wäre der zweite für heute bei ihm. Finde ich geil. Ah, das ist Simi, der baut auf. Ist die Frage, wie viele Anwerber gibt es noch? Gefangene, wo haben wir es denn? Aufsehen, okay. Raven, oh, ja, lassen wir ihm einfach die Zeit. Mending, jo. Jetzt müsste ich eine neue Werkbank zur Verfügung haben. Gefühlterweise zumindest. Werkbank. Produktion, ja. Oh, ich sag ja, heute ist echt ganz, ganz schlimmer Tag. Mending Workbench. Treiber, och, das ist ja günstig. Das können wir hier mit reinbauen. Das passt ja eigentlich auch am besten. Genau, das kommt dann da rein. Das würde ich mal so unterstützen. Raven ist... Raven. Ja, so. Wir schnacken jetzt mal miteinander. Habe ich mal Bock drauf. Nächster Kolonist ist dabei. Wolle. Raven hat heute zwei Leute angeworben. Ich find's geil. Einfach nur fantastisch. Und dann können wir nämlich auch hier schön das Ganze wegbauen. Und wenn wir schon dabei sind, Sandsteinwand, bam. Ach, deswegen waren die so ein bisschen auf Hitzschlag gebürstet. Ich erkenne langsam das Problem. Weil hier auf war, da hat die Lüftung gar nichts gebracht. Die Klimaanlage. Na ja, passiert. Ist ja nichts passiert. Och, ist das cool. Zwei neue Rekruten an einem Tag. Langes ist es her. Und eine Hochzeit gibt es auch noch.
erstmals im Garten. Oh, und Bulldogs erweist tatsächlich einem großen Döner die Ehre. Das gefällt mir auch sehr. Obwohl er den nicht gekannt hat, aber hat offenbar Gutes gehört. War auch ehrlich gesagt der beste Döner von allen. Ein Jammer, dass dieser Döner hinüber ist. Ach, ist das schön hier im Garten. Wobei, ist auch nicht so optimal, so optisch. Wir brauchen hier noch eine Sitz- und Schmausecke. Das hätte irgendwie was für sich. Ja, da müssen wir den Garten mal ein bisschen erweitern. Vielleicht die Kapsel ein bisschen weg. Aber da kann man ja immer noch irgendwie ein bisschen was drehen. So, und wie irgendwas passiert, dass die Folge kapaister geht. Ich hatte letztens bei My Time at Port hier einen ganz, ganz bösen Absturz innerhalb der Folge. Aber zum Glück so, dass ich das Ganze bei nächster Gelegenheit nachspielen werde, wie weit wir es hatten, und dann den Tag mehr oder weniger beende. Aber hier in dieser RimWorld-Folge, wenn da irgendwie was passiert, dann werde ich richtig... Da werde ich zum Tier. Da komme ich auch mal aus mir raus. Dann gibt es Tote. Aber nicht in meiner Kolonie, sondern überall und nirgends. Wir haben hier ja Nachbarn, die greifen wir dann alle an. Okay, jetzt sehe ich schon, dass ihr wollt, dass das Ganze abstürzt, damit ich hier Randale mache in der Nachbarschaft. Aber irgendwie, nein, muss nicht sein. Hochzeitszeremonie ist beendet. Das ist schön, das ist gut, das muss so sein. Was haben wir hier? Das ist auch ein exzellentes, perfekt. Gut, hat zum Glück niemand übernommen. Hätte ja auch sein können, dass Wolle sich sagt, Mensch, das neue Bett, das ist ja schon mal geil. Übernehme ich Vorratskapsel. Mit einer ganzen Menge Granit. Und Wolle, der muss doch definitiv eine Waffe in die Hand bekommen. Genau, da nehme ich Fernkampf, brennt er für, und Nummer 7. Konstruktion und Handwerk auch wieder. Och, das ist geil. Da kriegen wir Handwerker, da kriegen wir Konstrukteure. Was wollen wir mehr? Das ist perfekt. Und ich glaube, falls er nichts zu tun hat, weigert er sich auch nicht mal, irgendwelche Dinge zu tun. Doch, Pflanzen will er nicht anbauen, künstlerische Tiere. Aber ja, für Tiere haben wir ja Leute. Und so viele Tiere wie ehemals haben wir auch nicht. Dann kann er Dinge rumtragen. Das ist auch in Ordnung. Demnächst müssen wir aber echt mal dedizierte Werkbänke machen. Ja, das wäre vielleicht die Idee, das Ganze irgendwie... feste Berufe mehr oder weniger. Dass wir sagen, der und der Kolonist, der kümmert sich um Schneidern, die ums Rüstung und Waffen bauen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Also demnächst Mod installieren, der Besitz von Werkbänken zuordnen kann. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir es nicht, dass hier, wir hatten es ja schon mal gehabt, wir haben zwei Werkbänke hier und an beiden Werkbänken hat die gleiche Person gearbeitet. War natürlich scheiße. Das möchte ich nicht und könnte vielleicht eine gute Gelegenheit sein, dort irgendwas zu tun. Aber jetzt schlafen alle. Es ist einiges passiert. Ja komm, ich bin heute eh so ein bisschen verdaddelt. Wir haben zwar effektiv wenig bautechnisch geschafft, aber ansonsten ist eine ganze Menge passiert. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich schon richtig drauf mit den zwei neuen Kolonisten. Bis dahin, ciao, ciao.